Viele fragen sich, wie soll ich mich mit dem Make-up verhalten vor der Operation und nach der Operation? Also eigentlich die meisten Leute fragen, was passiert nach der Operation? Ja? Eigentlich auch der wichtigste Schritt ist, dass Sie direkt vor dem Eingriff gar kein Make-up tragen und nicht nur den Make-up rund um die Augen, aber auch gar keine Creme ab dem Hals. Ja? Weil während der Operation kann es zu einer Schmierübertragung kommen ins Auge. Und das ist natürlich dann für den Chirurgen sehr schlecht, weil da muss man mehr spülen. Ja? Und jegliche zusätzliche Partikel, die im Operationsfeld nicht vorhanden sein dürfen, erhöhen die Wahrscheinlichkeit einer Infektion. Genau das gleiche nach der Operation. Hier ist es nicht mehr natürlich der Lippenstift wichtig oder die Creme, aber dass Sie zumindest für eine Woche gar kein Make-up im direkten Augenbereich verwenden. Das heißt, kein Mascara, keine Wimperntusche und nichts der Art. Es geht nur darum, dass wir nach der erfolgreichen Operation keine Infektion bekommen.